Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Fenker. Ich mache das Kaputt-Magazin. Ich habe früher lange Intro gemacht und andere Publikationen des Hauses und schreibe seit Anfang der 90er über Musik und Film und Kunst. Wer träumt von Fame und sieht Gespenster? Thomas Fenker. Thomas Fenker. Wer lebt an einem angesägten Geländer? Thomas Fenker. Thomas Fenker. Wer kriegt von schlechter Berichterstattung einen Ständer? Thomas Fenker. Kaputt wie sein Mac, macht vor Studierenden einen auf politisch korrekt. Auf der ewigen Suche nach der Genese der Popkultur ballert er am Berg kein Koka wie ein Hurensohn weg. Er erzählt von den fetten Jahren wie Opa vom Krieg. Und seitdem es kein Budget mehr gibt, macht Thomas Musik. Was treibt er unter der Bettdecke bei Hassan Popu? What the fuck, Alter, mach deinen Kopf zu! Jede seiner Kassetten hat Bandsalat. Ist das Kunst oder Grund genug für einen Brandanschlag? Dieser Wannabe Gonzo hat bei Hunter S. Thompson geklaut. Darum nennt man ihn Overseas. Sie ist nur noch Tommy the Crowd. Der Zaungast mit fragwürdigem Star-Appeal gibt sich immer mega interessiert und labert viel. Doch er ist nur ein Nichtskönner, der sich wichtig macht. Ein Szeneaffe, der für Kontakte jeden Mist beklatscht. Ein dreifach gescheiterter Schreiberling, dessen Wohnzimmer nach Kneipe stinkt. Der die Realität verweigert und weitertrinkt, bis er wie jeder seine eigenen Vergleiche hinkt. Er randaliert im Delirium und verreißt mein Release. In den letzten Jahren lief's bei ihm vergleichsweise mies. Er lockte Schutzbefohlene in sein Hinterhofloch. Nach dem Whisky hatten alle ein Erinnerungsloch. After so many years in the business, you know a lot of people that come up and you meet a lot of record labels too, distributors, promoters, everybody, so you have a lot of sensible talks too. Most of them is night and at bars and drinking. So if you don't have to talk really business concrete, then the bar is the best place to do it.